oben gelesen habt, ist das Aufgebraucht-Video wieder für euch fällig. Ja, reden wir gar nicht lange rum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich stelle mal die Sachen irgendwie so neben mich. Dann komme ich vielleicht ein bisschen besser hin. Und zwar, seitdem ich operiert worden bin, habe ich mir eine absolute Sucht entwickelt irgendwie. Und zwar für Durum und Tortilla Wraps. Ich zeige euch gleich beide. Esse ich eigentlich täglich, muss ich echt sagen, weil ich die so lieb. Ja, genau. Also die sind super gut, diese High Protein Wraps und auch diese hier. Durum kaufe ich eigentlich da, wo ich gerade welche bin. Gerade wo ich bin, kaufe ich welche. Und diese gibt es in Netto und die sind super gut. Deswegen wollte ich euch die zeigen. Also die kann ich echt absolut empfehlen. Dann, was auch ganz, ganz lecker ist, sind diese Paprika-Reiswaffel-Chips oder was weiß ich, Corn Appetit. Die sind mit geräuchertem Paprikapulver und die schmecken so gut, Leute. Also die müsst ihr euch im Action unbedingt mal holen. Dann sind wie immer Wattepads leer gegangen. Da muss ich sagen, bin ich relativ schmerzfrei. Da kaufe ich mir da, wo ich gerade bin, welche. Egal ob, ich glaube, die sind jetzt von Müller. Also egal ob Müller, Action, ja. Da, wo ich bin, nehme ich die mit. Dann ein All-Time-Favorite von mir, wo ihr eigentlich in jedem Action-Haul und auch in jedem Aufgebraucht-Video seht, sind diese feuchten Tücher, die XXL-Vibes, die nach Apfel duften. Das sind einfach die besten, ich liebe die. Was ich aber auch sehr liebe, ist vom Action dieses Putzmittel, das riecht so gut, Leute. Kann ich absolut empfehlen, kaufe ich mir immer wieder nach und ja, ganz tolles Produkt, ganz große Liebe. Ja, was ich mir jetzt auch mal mitgenommen habe im Rossmann, war das hier und zwar einen Nussmix geröstet ohne Fett. Eine Proteinquelle, die sind super lecker, kann ich euch absolut empfehlen. Ja, das denke ich ab und zu abends, so ein paar, viel kann ich davon eh nicht essen. Aber so ein paar, genau, und die tun mir ganz gut, muss ich echt sagen. Dann geht es weiter mit einer neuen Haarfarbe. Ich habe meine Haare nachgefärbt. Jetzt in dem Licht schauen die gar nicht so schön rot aus. Also die sind jetzt eigentlich wieder schön rot. Und ja, das letzte Mal habe ich mir die, jetzt muss ich hier mal schnell was wegmachen. Das letzte Mal habe ich mir die im Müller mitgenommen. Die ist leider da schnell ausgeblichen, hat mir überhaupt nicht gefallen. Jetzt habe ich mir die mitgenommen und ja, die ist einfach super. Also Polypalette sind einfach die besten Haarfarben. Also muss ich echt sagen, kann ich absolut empfehlen und die sind einfach top. Dann war ich neulich in der Norma, weil ich einen Termin beim Hautarzt hatte. Mir wurde da was weggeschnippelt und ich habe Toilettenpapier gebraucht und habe mir dann für 4 Euro das hier mitgenommen. Und Leute, das wollte ich euch empfehlen. Es riecht so gut nach Aloe Vera, ganz frisch. Das ist ein ganz tolles Produkt, kann ich euch wirklich absolut empfehlen. Ganz große Liebe von mir. Dann habe ich mir im Rossmann die noch mitgenommen, Protein Power. Und zwar, das sind 3 verschiedene Sorten Sojabohnen drinnen. Und auch die waren super lecker. Auch die kann ich euch absolut empfehlen. Die waren zum Snacken auch mal ganz lecker. Dann hatte ich vom Urlaub noch das hier übrig. Das liebe ich. Das ist so ein 2-Phasen-Upress-Spray. Das war so ölig. Und es hat die Haut so gut gepflegt und hat nach Banane geduftet. Aber nicht eklig nach Banane, sondern echt gut. Aber ja. Jetzt ist es leer. Dann, wie immer, leer gegangen ist hier mein Duftstecker. Ich nehme die in der Tschechheime mit. Ich müsste echt mal dringend wieder hinfahren. Dann, was auch super toll ist, ist diese Reihe von Balea. Und zwar diese Glossy Touch Reihe. Duftet nach Kirschen und elegantem Sandelholz. Also ich bin eigentlich gar nicht so Team Kirsche, aber das riecht super elegant. Muss ich mir unbedingt nachkaufen. Die Seife habe ich mir schon nachgekauft davon. Aber das Duschgel ist leider leer gegangen. Und das muss ich mir unbedingt nachkaufen. Dann habe ich mir von Gillette diese Rasierer mitgenommen. Ich glaube, im Action waren die im Angebot. Die waren auch gut. Ja, würde ich mir zwar nicht nochmal nachkaufen. So mega toll fand ich selbst dann doch nicht. Dann diese Riegel, Leute. Die sind einfach die besten. Die bekommt ihr im DM. Ich liebe die. Das war so eine, ist das eine Special Edition? Ja, genau, so eine Limited Edition. Cinnamon Crisp. Ja, war lecker. Kann ich euch empfehlen. Da gibt es einen mit Erdnuss und der schmeckt voll wie Snickers. Den liebe ich noch mehr. Aber der war auch nicht schlecht. War halt so ein bisschen weihnachtlich durch das Zimt. Dann, für mich neu entdeckt, habe ich diesen Weichspüler. Ihr wisst ja eigentlich nämlich immer die gleichen. Aber der riecht so toll. Den habe ich im Netto gesehen. Fresh Breeze. Deswegen habe ich mir mitgenommen. Steht auch drauf. Hygienische frische Power. Verbesserte Formel. Riecht so toll. Dann wollte ich es mir nochmal mitnehmen. Dann gab es das im Netto nicht mehr. Muss ich in meinem DM schauen und mir dort mitnehmen. Also kann ich absolut empfehlen. Hat einen ganz tollen, frischen Duft und riecht auf der Wäsche so gut, Leute, wirklich, also neue Liebe. Ja, was ich nicht so
toll fand und mir auch nochmal nachkaufe, ist von Coral dieses Waschmittel, sein Color-Waschmittel, langanhaltender Duft, Kirschblüte und Pfirsich. Ich habe mich angesprochen, aber war jetzt nicht so toll und würde ich mir jetzt auch nicht nachkaufen. Dann habe ich das hier leer gemacht, so ein Essigreiniger. Ja, braucht man halt mal zu Hause. Dann habe ich hier die Tampons mir nachgekauft. Ich kaufe eigentlich am liebsten die vom Rossmann und die finde ich eigentlich auch am besten, aber die waren auch okay. Dann habe ich ein Bad aufgebraucht und zwar dieses hier, ein Schaumbad, Pflaume Zimt, liebe ich, muss ich mir unbedingt nochmal nachholen, hat einen ganz tollen Duft. Dann diese Plexcare-Reihe von Balea, habe ich aktuell in Verwendung, ne, weil ich jetzt die Haare, ja ihr wisst, von dunkel auf hell und jetzt auf rot und ja, die sind jetzt recht spröde und brauchen halt einfach viel Pflege. Dann habe ich mir das mitgenommen und bisher kann ich sagen, bin ich absolut zufrieden, es riecht gut, pflegt die Haare schön und ja. Genau, Shampoo habe ich noch in Verwendung, Spülung habe ich leider noch nicht bekommen, was bisher immer vergriffen war. Dann eine super Handcreme ist diese hier, kann ich absolut empfehlen, bekommt ihr im Action. Da gibt es immer so verschiedene Varianten. Das war jetzt dieses Kätzchen und ja, der Duft ist wirklich toll, kann ich absolut empfehlen. Dann geht es hier weiter mit ja, noch mehr Dürüm, das sind die allerbesten, das sind die vom Lidl. Aber ich gehe nicht so oft zu Lidl einkaufen, deswegen ja. Habe ich die nicht immer. Dann vom Bourjois habe ich mir im Action diese Mascara mitgenommen. Ganz große Liebe, kann ich euch absolut empfehlen. Ganz tolles Produkt. Dann habe ich mir hier diese Liquid Lipsticks mitgenommen. Auch die sind nicht schlecht. Ich finde den Geschmack nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Komme ich nicht ganz so mit klar. Was ich sehr, sehr gerne mag, sind diese Bambu-Zahnbürsten. Habe ich mir im Action mitgenommen, kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Dann ist das hier leer gegangen, Pumpkin Spice Latte. Das war noch eins von meinen Backups. Das gibt es leider nicht mehr. Ich glaube, das war vorletztes Jahr irgendwie eine Limited Edition zu Herbst-Winter. Dann ist ein Babyöl leer gegangen. Das benutze ich super gerne nach dem Duschen oder Baden auf der Haut. Pflegt schön und besonders jetzt durch meine Gewichtsabnahme achte ich da sehr drauf, dass ich meine Haut schön pflege. Und ja, genau. Aber das riecht sehr gut. Es ist nicht so arg intensiver, ekliger Geruch. Ja, aber da bin ich relativ schmerzfrei. Da, wo ich bin, nehme ich die mit. Dann ist hier noch ein Riegel leer gegangen und zwar dieser hier. Das war der Riegel Cookies and Cream. Ja, war auch ganz gut. Dann habe ich hier diese Duftbeutelchen für den Staubsauger wieder mitgenommen. Lege ich auch gerne in den Schrank oder in den Koffer oder was weiß ich wo rein. Ganz tolles Produkt. Dann habe ich von Isana die Badeperlen aufgebraucht. Ja, die waren okay, aber ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Dann, was ich voll geliebt habe, war das hier. Und zwar von Garnier ein Bodyöl Dry Skin. Super gut. Also der Duft war so toll. Und ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ich bin total traurig. Also ich muss mal schauen. Ich glaube, beim Rossmann habe ich gesehen, dass so von der Flasche irgendwas ähnlich dort ist. Ich muss mal gucken, ob das auch so riecht. Hier würde ich mich übelst freuen, weil das echt toll war. Dann habe ich hier so einen Cookie mitgenommen beim Action. Der hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Kaufe ich mir auf gar keinen Fall nach. Dann habe ich mir bei Multipower mal so einen geholt. Ja, die waren auch okay. Würde ich jetzt aber auch nicht nochmal kaufen. Dann ist leer gegangen hier von Sensei diese Vanillekerze. Die andere war ja nicht so toll. Die Passion Fruit. Aber die hat richtig intensiv gerochen. Und die kann ich euch auch wirklich... Ups, Entschuldigung, ihr seid auf mich draufgefallen. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Bei der Kerze, sorry. Ja, kann ich euch absolut empfehlen. Ganz toller Duft. Dann geht's weiter mit... Genau, das habe ich mir in Bali mitgenommen. Jetzt war der Pal schief. Genau, in Bali mitgenommen. Ja, das ist so ein Kokosöl. Kann ich auch absolut empfehlen. Aber bekommt ihr halt leider jetzt nur in Bali. Also das ist auch ein tolles Produkt. Dann ist leer gegangen hier dieser Duftsprüher und zwar Forever Berry Love. Ich liebe diese Düfte. Der ist jetzt vom Action, der ist mal nicht aus der Tschechei. Ganz große Liebe. Dann hatte ich auf der Arbeit stehen so eine Handcreme. Die gab es beim Rossmann, ist schon älter, aber die war halt so niedlich mit diesen goldigen Igelchen. Ja. Dann ist noch ein Duftstecker leer gegangen und zwar Erdbeere, auch eine aus der Tschechei. War auch toll. Und eine Kerze ist leer gegangen. Und zwar diese, die habe ich mit dem Action mitgenommen. Ja, war zum Duft her nicht sonderlich intensiv, aber ich fand die Optik so schön. Ich bin ein bisschen traurig. Es hat geklingelt, einen kleinen Moment. Müssen wir schnell auf Stopp machen. Sorry, meine Lieben, jetzt hat es an der Tür geklingelt. Ich glaube aber, wir waren bis auf ein Produkt fast durch. Ja,
Genau, das hier ist das letzte Produkt und zwar, TikTok fixt einfach überall an, auch mich, muss ich echt sagen. Besucht mich mal auf TikTok. Auf jeden Fall habe ich mir hier von Larif dieses kleine Parfüm mitgenommen. Ich habe mich da ein bisschen durchgeschnupft und das fand ich super gut. Das soll ja ein Dupe sein zu dem Lacoste und ja, liebe ich. Ich habe mir jetzt die kleine Größe, es gibt auch eine große Größe, aber zum Testen dachte ich mir, nehme ich die kleine mit. Die hat, glaube ich, nicht mal 4 € gekostet. Die große kostet, weiß ich nicht, 7 € oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich das euch wärmstens empfehlen. Genau, meine Lieben, das war es jetzt gewesen. Jetzt kann ich die Sachen in den Müll bringen. Und ja, erzählt mir doch mal, wie geht's euch so? Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Habt ihr Urlaub? Seid ihr krank? Wie geht's euch? Erzählt mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ich hab euch lieb. Ciao.